BMW X7, den wollen wir jetzt noch konfigurieren, weil ich habe letztes Mal nur das Design analysiert. Da gab es den Konfigurator noch nicht, aber jetzt ist es bereit und dann wollen wir mal gleich loslegen. Ich nehme den natürlich wieder als Diesel, weil Diesel hat mehr Reichweite und verbraucht da weniger Sprit. Deswegen nehmen wir da Diesel. Deswegen ändern wir das Ganze mal. Haben wir überhaupt einen Diesel noch? Jawohl. Wir haben einmal hier den X3 40i. Was hat denn der zu bieten? 381 PS. Dann haben wir noch den M60i X-Drive. Der hätte 530 PS. Das ist ja ein Oschi. Aber ich nehme den Klassiker, den Diesel. Der hat 352 PS. Und natürlich X-Drive. Jawohl. Weiter geht's. So, können wir das hier drehen? Das sieht eigentlich im Weiß auch ganz schön aus. So. Was haben wir denn jetzt hier noch? Sportpaket nehme ich mit rein. Oh. Das sieht da viel besser aus so. So. Ich glaube, ich hatte diese Farbe hier und die nehme ich auch. Das ist die beste Farbe für diesen SUV, also finde ich. Sieht auf jeden Fall amüsanter aus. So, felgentechnisch. Boah, die da hatte ich, glaube ich. 23 Zoll. Was haben wir da noch? Die sehen eigentlich schon gut aus, aber ich habe dann Angst, dass der Komfort weggeht, wenn ich so große, ja. Wie heißt es, Felgen nehme. Na komm, lassen wir die mal. Die sehen schon gut aus. Ne, die hier. Die lassen wir mal. Okay. Polsterung. Müssen wir ja reinschauen. Macht er das nicht automatisch? Interieur heißt das Ganze. Was haben wir hier? Schwarz Merino. Das ist Vollleder und das, ja, das will ich ja auch, das hier. Genau so, wow. Sieht aber gut aus mit dem Holz hier. So, weiter geht's. Interieurleisten. Was haben wir da noch? Noch Carbon, ne? Und Piano-Lack schwarz. Nehmen wir mal Carbon Fiber. Weil ich das eigentlich ja immer nehme. Aber dieses Holz ist schon cool. Macht so eine Yacht also in Innenraum, wie bei einer Yacht. Sorry, Leute. Ja, also genau sieht aus wie bei einer Yacht dann. Kommst du hier raus? Schon wieder reingehüpft. Naja, egal. Hier haben wir es ja. So, was können wir da noch jetzt machen? Haben wir schon 111.000 Pakete und Sonderausstattungen. So, Komfortpaket, Sitzheizung vorne und hinten und Getränkehalter temperiert auf jeden Fall. Das nehmen wir mit rein. M Sportpaket Pro, Sportabgasanlage, Hochglanz Shadowline mit erweiterten Umfängen, M Sicherheitsgurte. Aber der hat da noch 12 weitere Sonderausstattungen. Packt er noch mit rein. Was packt er denn hier alles mit rein? Im Paket enthalten Sportabgasanlage, haben wir gerade gelesen. M-Sportpaket, M-Lederlenkrad, Aerodynamikpaket. Ja, komm, nehmen wir es doch mit rein, dann, wenn wir schon mal dabei sind. M-Niere Iconic Glow. Okay. Das nimmt auch noch mit rein. Nicht schlecht. Offroad-Paket sowieso. Muss mit rein. Muss. Exclusive-Paket. Glasapplikation für Interieurelemente. Ah, dann haben wir dieses blaue Ding hier. Dieses Panoramaglasdach Sky Lounge. Das nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Und die Instrumententafel wird auch lederbezogen. Was haben wir da noch eigentlich drin?
Massagefunktion und aktive Sitzbelüftung. Nicht schlecht. Das können wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Ist auch ziemlich teuer für 5.600 Euro. Sportlederlenkrad. Wir haben schon das M-Sportlederlenkrad. Das ist eigentlich ja besser. Ja, hier das M-Lederlenkrad. Modellschriftzug Entfall. Ja, braucht man nicht unbedingt hinten. Dachreling, Aluminium sanitiert. Nee, braucht man nicht. Exterieur Lein Aluminium satiniert. Also, dass die Dachzielleiste im Aluminium Design wird, können wir eigentlich nehmen. Wieso nicht? Auf jeden Fall eigentlich, weil ich glaube, bei dem Designs-Video aufgrund des Produktupdates ist momentan leider nicht möglich, die gewünschte Ausstattung zu ihrer Konfiguration hinzuzufügen. Okay. 50M Jahre-Embleme. Nee, das sieht jetzt da typisch BMW aus. Glasapplikation ist schon mit drin. M-Sicherheitsgurte. Aerodynamikpaket haben wir auch mit drin. Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer haben wir mit drin. Wenn ich das wahrscheinlich anwähle, hüpft was weg. Mal sehen, ob es. Ja, habe ich mir schon gedacht. Deswegen brauchen wir es nicht. Massagefunktion, HiFi-Lautsprechersystem. Wir haben schon das Harman Kardon, also ist er besser. Intelligenter Notruf. Bestimmt springt dann was weg, wenn ich es anklicke. Lässt sich gar nicht anklicken. BMW, was ist da los? Sportbremse habe ich schon wahrscheinlich mit drin. Lässt sich aber anklicken. Das hier nicht und das auch nicht, oder? Für 0 Euro. So. Das brauchen wir alles nicht. M-Niere, Iconic Glow, also dass die Nieren hier leuchten, hätte ich ein bisschen teurer erwartet. Sonnenschutzverglasung, jawohl. Aluminium-Trittbrett, jawohl. Klimaautomatik mit 5-Zonen-Regelung, jawohl. Sechs Sitzigkeiten, nee, das wollen wir nicht. Ich will hier eine Dreierreihe haben. M-Multifunktionssitze für Fahrer und Beifahrer, nö, brauche ich nicht. Sonnenschutzroller für hintere Türscheiben, nee, brauche ich auch nicht. Parking Assistant Professional. Ja, das will ich haben. Rückfahrkamera haben wir da drin. Rangieren auf engstem Raum durch Rückfahrassistenten. Also das ist dieses, wo er dann 50 Meter selber zurücklenkt. Parken anhand eines abgesicherten Manövers. Ja, wieso nicht? Das können wir brauchen bei diesem Dickschiffstand. Heizung. Ja, das ist schon Oschi. Machen wir mit rein, aber eigentlich brauche ich es ja nicht. Integral-Aktivlenkung. Das heißt, wie heißt die Hinterachse neigt sich dann mit wahrscheinlich. Die Integral-Aktivlenkung kombiniert eine lenkwinkelabhängige Übersetzung an der Vorderachse mit lenkenden Hinterrädern, hatte ich ja gesagt. Aber leider steht ja nicht dran, wie viel Grad. Aber das nehme ich auf jeden Fall mit rein. Driving Assistant Professional. Was haben wir da drin? Bestimmt alle Assistenzsysteme. Spur, Geschwindigkeit und Abstand. Tempomat ist da mit drin. Mögen wir ja. Deswegen nehmen wir das mit rein. Tempoüberschreitungen zu vermeiden. Jawohl. Das ist sehr wichtig. Das ist das wichtigste Kernelement eigentlich von dem Auto. Das ist das Herz von dem Auto, sage ich immer. Dieser Abstandstempomat und der Spurhalteassistent immer mit reinnehmen. Leute, das lohnt sich auf jeden Fall, diese 1740 Euro. Executive Drive Pro. Oh, okay, was haben wir denn da? Hoher Fahrkomfort bei herausragender Fahrdynamik, vorausschauende proaktiv
Fahrwerkseinstellung. Ruhe basiert auf aktiven Wangstabilisatoren. Ich glaube, das werde ich nicht mal merken, wenn ich das habe. Nee, das brauche ich nicht. Das ist halt dann die Pro-Variante. Nee, das langt das Normale. Diese Bowers und Wilkinson Diamant-Surround-System brauche ich auch nicht. Parking Assistent haben wir wahrscheinlich drin. Da wird es rausschmeißen. Ja, ich habe das Professional mit drin. Live Cockpit ist sowieso Serie. Gestensteuerung ist Serie. Komfortzugang ist Serie. Soft Close ist Serie. Wow. Ja, Ambiente Licht ist Serie. DAB-Tuner. Ablage für Wireless Charging. Jawohl, jawohl, jawohl. Auswahl bestätigen, haben wir jetzt alles reingepackt eigentlich. Und ja, Laserlicht. Ah, die Lichtorgel haben wir noch gar nicht beeinflusst. Ist mir aufgefallen. Müssen wir uns auch noch angucken. Aber wieso habe ich denn die nicht denn gefunden? Komischerweise. Gehört das zu Exterior dann oder was? Komischerweise habe ich nirgendwo. Oh, das wollte ich aber in Aluminium haben hier. Das geht wahrscheinlich gar nicht. Jetzt müssen wir mal schauen, wo die. Ja. Gehört das zur Sicherheit? Nö. Wo habe ich denn die ganze Lichter? Das kann doch nicht sein. Optik innen und außen. Komisch. Der hat bestimmt adaptive Scheinwerfer, aber. Es gibt da diese Swarovski-Lichter, ach, oder gibt es nur beim i7 oder beim Sino BMW? Ich glaube, der hat das gar nicht. Ich glaube, das ist schon die höchste Ausbaustufe und deswegen kann man das gar nicht anwählen. Komfort nutzen? Nö, ich finde es nicht. Wahrscheinlich die größte Ausbaustufe. Vielleicht kann man das ja bei der Zusammenfassung lesen. Licht, Licht, Licht. Nö, Leute. Also ich sehe es irgendwie nicht. Das müsste eigentlich zu Exterior gehören, aber es ist nicht da. Ja, Leute, das ist wahrscheinlich schon die größte Ausbaustufe. Wird mich auch wundern, wenn das nicht so ist. Aber auf jeden Fall finde ich es ja jetzt nicht. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es findet. Beim Sino BMW haben wir hier Swarovski Scheinwerfer. Aber das sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Hier, die Schose hier. Und ich muss sagen, das sieht eigentlich schon gut aus. Man gewöhnt sich ja auch an diese Scheinwerfer hier. Am Anfang fand ich das ein bisschen blöd, aber gut, dass es hier ein bisschen abgedunkelt ist. Ja, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Können wir da auch mal rein? Ja. Hier ist der Abstandstempomat. Das sind die zwei Knöpfe. Da gucke ich immer als erstes eigentlich hin, wenn die drin sind, haben wir es. Das ist halt neu hier. BMW X7, das finde ich ein bisschen kindisch, das könnte man weglassen. Und ansonsten, das ist schon ein gewaltiges Flaggschiff, muss ich sagen. Schon ein mächtiges Auto. Ja, Leute, jetzt haben wir hier einen Gesamtpreis von...
haben wir es denn? 130.000 kostet der. Also es ist schon ein Happen, ja, und 210 Euro noch, aber sei es mal auf die 200 Euro noch. 130.000 für diesen Schlitten. Ich glaube, der X5, der hat 117.000 gekostet und der kostet dann dementsprechend 13.000 Euro mehr. Ich würde aber trotzdem, glaube ich, den X5 nehmen. Der ist mir ein bisschen zu groß. Ist für Familien eher gedacht. Aber das Auto sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ihr könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, Leute. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Bella.